Wenn das mal kein richtiges Björncore-Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, mein Wunsch ist es, dass die Resident Evil Lore endlich wieder besser wird, endlich wieder mehr Beachtung findet und die Serie endlich aufhört, sich mit irgendeinem Mumpitz einfach nur von Teil zu kämpfen und dann zwischendurch wieder neue Dinge anzufangen, reinzuwerfen, die Autoren auszutauschen und wir verlieren uns kontinuierlich in irgendeinem Mist. Und jetzt werden manche Leute wahrscheinlich auch verständlicherweise sagen, Björn, es ist die Resident Evil Lore, es ist die Resident Evil Geschichte. Wen interessiert das? Warum sollte ich mich für die Geschichte von Resident Evil denn überhaupt interessieren? Warum sollte das in irgendeiner Form irgendwie wichtig für mich sein? Ich möchte, dass die Spiele gut sind. Ist mir doch scheißegal, was mit den ganzen Handlungen, Charakteren oder sonst was passiert. Und das ist fair. Wenn ihr euch dafür nicht interessiert, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, jetzt auch ohne großartig erklären zu müssen, was daran für mich irgendwie faszinierend ist, finde ich, dass man doch irgendwie anerkennen kann, dass Charaktere wie aus den ersten drei Resident Evil Spielen sehr ikonische Figuren geworden sind. Dass sie auch bis heute immer noch die ikonischeren Figuren sind. Dass Personen, die in einem Resident Evil 5 oder Resident Evil 6 oder 7 hinzugekommen sind, nicht wirklich diese Präsenz haben und dass auch die Story-Elemente, die in diesen Spielen eingeführt wurden, nie diese Präsenz und die Ikonografie bekommen haben, wie eben die alten Sachen, wie die alten Teile, gerade ab Resident Evil 2. Alles, was so zwischen Resident Evil 2 bis hin zum 4er passiert ist, hat sich ja auf eine gewisse Art und Weise doch irgendwie kohärenter angefühlt. Und das heißt nicht, dass die Handlungen und die Ereignisse immer total logisch und irgendwie fucking Shakespeare waren oder so. Ich meine, dafür muss man sich nur Code Veronica irgendwie angucken und was da mit den Ashford Twins und so alles passiert ist. Aber es war dennoch eine übergreifende Handlung, Geschichte und eben auch die Charaktere, deren Motivationen, wenn nicht nachvollziehbar, dann zumindest in sich logisch waren. Ne? Also betrachtet, gemessen daran, was vorher in den Spielen passiert ist und was das, wie die Figuren eben vorher gezeigt haben. Und die Sache, die Capcom aus meiner Perspektive eben braucht, wenn sie es nicht mittlerweile wieder eingeführt haben, ich glaube auf jeden Fall nicht dran, wenn ich mir die aktuellen Spiele ansehe, dann ist es eine übergreifende Lore-Master-Person. Dann ist es eine übergreifende Person, die in allen Projekten beteiligt ist, die eben das ganze Wissen über die Spiele bereithält und die auch so ein gewisses, ne, oder zumindest ein Team davon ein Konzept ausarbeitet, was man denn in Zukunft erzählen möchte. Wo soll denn die Reise, unabhängig davon, was die Spiele jetzt für Konzepte in ihrem Setting oder so haben, wo soll es denn tatsächlich hingehen? Weil die Sache, und das kann man eben ganz klar festmachen, ich habe damals auf dem Kanal vom Landsquid Bird Rider, große Empfehlung da eben auch, falls ihr Resident Evil Fans seid für den Kanal, habe ich ein Video gemacht zu Noboru Sugimura, der damals für die Entwicklung von Resident Evil 2 hinzugeholt wurde, eben extra von Shinji Mikami und Hideki Kamiya. Kamiya hat eben sehr stark mit ihm zusammengearbeitet und auch bis heute erzählt er immer davon, dass Sugimura die Person ist, die ihm das Storytelling und eben auch so das Schreiben von Charakteren beigebracht hat, weil, wie die meisten von euch ja mittlerweile wissen, dass Resident Evil 2 während der Entwicklung große Probleme hatte und das, was wir heutzutage als Resident Evil 1.5 kennen, dann gecancelt wurde und Capcom hat die Entwicklung des Spiels neu begonnen und das eben auch grundlegend von der Handlung nochmal überarbeitet, neu aufgearbeitet. Und die ganzen Figuren, wie eben Leon S. Kennedy und dann eben auch Claire Redfield, das ganze Setting vom RPD, die übergreifende Handlung, auch dann eben Birkin und der ganze G-Virus, die Sachen wurden eben explizit von Sugimura dann eben auch in Arbeit zusammen mit Kamiya entwickelt. Und das war dann nicht nur für dieses Spiel. Also Sugimura war eben vorher auch schon Autor für diverse TV-Serien beispielsweise, hat bei sehr vielen Kamen Rider-Sachen mitgeschrieben und kannte sich dementsprechend aus, Handlungen dieser Art zu schreiben. Ne? Eben Sachen, die jetzt nicht super, und das wusste er auch selber, das ist jetzt kein
hervorragendes Drama oder so gewesen, aber man musste dennoch auch diese Art von Geschichten gut schreiben können und auch die Charaktere gut schreiben können. Und das sieht man ja auch in Figuren wie Leon und Claire. Das ist ja gerade aus den beiden Teilen bis heute noch die beliebtesten Figuren eigentlich sind. Und was dann passiert ist, ist, dass Sugimura nicht einfach nur nach der Arbeit von Resident Evil 2 wieder zurückgegangen ist und hat an seinen anderen Sachen gearbeitet, sondern er hatte zusammen mit ein paar anderen Leuten das Studio Flagship gegründet, die unter anderem für Capcom, aber teilweise eben auch für Nintendo zum Beispiel, an diversen Spielen gearbeitet haben und sie waren dafür zuständig, die Konzepte zu entwickeln. Und Sugimura war dann eben auch zukünftig bei den meisten Resident Evil Spielen daran beteiligt oder beziehungsweise grundlegend dafür verantwortlich, die Konzepte davon zu entwickeln. So, er hatte dann eben auch das Konzept eines Resident Evil Zeros oder eben auch eines Code Veronicas mit ausgedacht, selbst Dead Aim oder Resident Evil Survivor. So, das müssten jetzt nicht die besten Spiele sein und die Handlungen müssten auch nicht die besten sein, aber man sieht eine durchgängige Geschichte. Man sieht, dass die Sachen sich nicht gegenseitig irgendwie ausschließen. Man sieht, dass diese Elemente aufeinander aufbauen. Und er hatte ja auch mit sogar noch die ersten beiden Konzepte für Resident Evil 4 geschrieben, die ja dann sich in andere Spiele entwickelt haben. So ein Konzept davon ist später zu Haunting Ground geworden. Ein anderes war dann auch teilweise die Basis, wie es dann eben von Resident Evil 4 zu Devil May Cry dann eben entwickelt hat. Und warum das Ganze dann abgebrochen ist, warum es dann eben ab Resident Evil 4 auf einmal diesen Neustart gab, lag eben auch mit daran, dass Sugimura sich zurückgezogen hat und er dann leider eben auch Mitte der 2000er verstarb. Und auf einmal diese Leere bei der Serienentwicklung gab. Resident Evil 4 als Spiel wurde ja sowieso mehrfach dann eben neu gestartet. Mikami, der später die Direktion übernahm, hatte ja auch gesagt, dass er das ganze Szenario und die Handlung des Spiels in 2 Wochen notgedrungen schnell geschrieben hat. Und da wurde jetzt nicht großartig überlegt, oh, wie hat das jetzt einen Einfluss auf die Lore? Wie nehmen wir jetzt die ganzen Figuren mit, die ganzen Charaktere? So, es wurde ja an sich mir nichts, dir nichts, okay. Umbrella gibt's nichts mehr. Das, was wir vorher alles erlebt haben, ist eigentlich relativ egal. Von den ganzen alten Figuren sind eben jetzt auch nur noch ein paar, die für das Spiel relevant waren, hinzugekommen. Und das Einzige, was dann auch Resident Evil 5 damit gemacht hat, war nur das Ende aufzugreifen und dann eben zu sagen, okay, das ist jetzt Weskers Plan und es geht jetzt eben darum, den irgendwie zu vereiteln. Und darum wurde sich dann wieder irgendwie eine Handlung ausgedacht. Und die einzigen Teile, die dann wieder so halbwegs zusammenhingen, waren dann Resident Evil 5 und Revelations. Und auch da dann versucht, bei Revelations 2 Sachen drauf aufzubauen, auch das hatte sich eher losgelöst davon angefühlt. Ich fand Revelations 2 war noch so mit das Interessanteste, weil zumindest ein Charakter wie Barry nochmal zurückgeholt wurde. Er wurde deutlich mehr ausgearbeitet, eben dadurch, dass seine Tochter auch mit im Spiel etabliert war, gab es nochmal so ein bisschen mehr an der Figur, was man irgendwie erzählen konnte. Aber auch das war es dann wieder. So, Resident Evil 6 wusste dann nicht, wo es nach 5 irgendwie hingehen soll. Oh, wir haben jetzt Wesker als über unseren Big Bad irgendwie umgebracht. Was machen wir jetzt mit 6, was sowieso 3 oder 4 Spiele auf einmal sein wollte? Wir haben dann Leon eine neue Partnerin gegeben, an die sich keiner mehr erinnert. Oh, wir haben jetzt irgendwie noch den Sohn von Wesker eingeführt, um die Lineage weiterzubringen. Der ist danach jetzt auch vollkommen egal gewesen. Oh, Sherry Birkin ist auch wieder mit hier. Die ist danach jetzt wieder auch vollkommen egal gewesen. Chris hat einen Partner gekriegt. Das war zumindest so im Spiel selber mit die einzige Charakterisierung oder zumindest so eine Arc, die es irgendwie gab, aber ja, Pierce, Leute, die es gespielt haben, wissen, warum wir nichts mehr von Pierce eben sehen. Und danach hatte ja gefühlt, dass Capcom als sich, weil ja Resident Evil 6, zwar war das ein finanzieller Erfolg, das Spiel hat sich ja auch sehr gut verkauft, aber natürlich wegen dieser starken negativen Resonanz, man sich dann irgendwann überlegt, okay, wir brauchen so einen Neustart. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass die Leute, die an der Handlung beteiligt waren, da hatte man sich ja auch extra andere Autoren reingeholt, eben auch eben nicht japanische, die dann die komplette Serienlore einfach mal nicht beachtet haben. Wahrscheinlich eben auch absichtlich, um sich davon ein bisschen zu lösen und zu entfernen. Und gewisse Sachen wurden einfach nur wieder reingenommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Implementierung wie von Chris und oh, er arbeitet jetzt für Umbrella
Umbrella, aber es ist nicht Umbrella und was ist das eigentlich genau, dass das irgendwie von Anfang an geplant war, sondern genauso wie das in der Handlung am Ende reingeworfen wird, so fühlt es sich auch an, als ob es in der Entwicklung selber irgendwie reingeworfen wurde. Und das Design von ihm sah so scheiße aus und überhaupt nicht wie Chris, dass man es dann wieder für den Achten umwandeln musste. Und auch das ist so eine Sache, dass es sich dadurch, ne, daran merkt man, dass es keinen wirklichen Plan gibt oder Ideen, Visionen, an denen die Entwickler oder die Storywriter oder sonstige Leute daran festhalten, sondern es wird einfach nur von Teil zu Teil reaktionär drauf gearbeitet. Dass dann, oh, okay, 6 war so ein bisschen blöd, das heißt, wir lösen uns von diesem ganzen Kram, aber wir müssen irgend noch einen Bezug haben, okay, Chris machen wir irgendwie so rein, wir haben aber keine Ahnung, was wir mit Umbrella irgendwie machen wollen, wir werfen es einfach mal rein als, wir werfen Fragen auf, so, Mystery Box, und wie wir das nachher lösen, J.J. Abrams-Style, das gucken wir dann irgendwie. Oh, Leute fanden das nicht gut, Leute wollten wieder mehr an der Geschichte und Serienlore beteiligt sein, oh, und sie wollten, dass Chris irgendwie auch wieder besser aussieht. Alles klar, wir werfen jetzt Chris rein so in einem Design, dass er irgendwie wirkt, als könnte es ein Nachfolger zu dem 5. oder 6. Teil eben gewesen sein. Aber sein Charakter hat absolut nichts mit Chris zu tun. Also, dass sie da auch versucht haben, so einen komischen Story-Twist aufzubauen, war vollkommen absurd und es hat nichts mit der Figur zu tun, wie sie in den früheren Spielen etabliert wurde. Ich meine, ja, auch da gibt es schon Unterschied. Chris in Resident Evil 1 und dann eben Code Veronica ist eine andere Figur, als er in 5 und 6 das irgendwie war. Aber jetzt in 7 und 8 ist er nochmal eine andere Figur gewesen. Und das einzig Interessante fand ich, dass sie nochmal versucht haben, die ursprüngliche Entstehung von Umbrella so ein bisschen damit aufzugreifen und da der Geschichte ein bisschen mehr Hintergrund zu geben. Aber jetzt habe ich auch schon im DLC von Rose wieder gemerkt, dass auch hier kein wirklicher Plan da ist, was man mit der eigentlichen Handlung und den Charakteren irgendwie machen will, was irgendwie dieses neue Umbrella irgendwie sein soll. Es werden einfach Sachen reingeworfen und dann beim nächsten Teil wird wieder geguckt, was fanden die Leute gut, was fanden die Leute blöd. Neue Leute sind wahrscheinlich im Team, wir beauftragen wieder irgendwie einen anderen mit der Handlung und jedes Mal ist es dadurch irgendwie so eine alleinstehende Sache und Käse und man kann sich nicht darauf irgendwie freuen, wie das Ganze vorangebracht wird, sodass auch ich, wenn es mir irgendwie um die Serienlore und sonstige Sachen geht, dass ich immer wieder zu den ersten Teilen zurückkehren muss. Das ist die einzige Sache, die mich gerade interessiert, die Remake-Timeline ist. Und ja, da können wir jetzt drüber diskutieren, aber es ist eine separate Timeline, weil beide Versionen können nicht gleichzeitig koexistieren, weil gerade jetzt eben auch mit Resident Evil 4 Remake Dinge komplett anders geschehen sind und eben auch wahrscheinlich zu Recht auf etwas anderes hinausarbeiten. Und bei den Remakes habe ich zumindest das Gefühl, jetzt eben mit Sophia, ja, da scheint man hoffentlich auf irgendwas direkt hinzuarbeiten. Natürlich kann es nachher sein, dass sie das einfach jetzt nur für den 4. Teil gemacht haben und dann, ja, machen wir jetzt Teil 5? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal gucken, ob wir das Greenlight kriegen. Okay, wenn, dann greifen wir es irgendwie auf und versuchen damit weiterzuarbeiten. Und das ist so, was ich als Fan unfassbar frustrierend finde, dass man in so viele unterschiedliche Sachen reinschauen muss mittlerweile, dass wir, ne, wir haben die normale Serie, wir haben die 9 Teile, früher gab es dann noch Sachen wie die Bücher, die auch separat gezählt werden, die aber interessante Dinge gemacht haben, wir haben die Remake-Timeline, wir haben die ganzen Filme und sonstigen Kram und jetzt haben wir eine TV-Serie, die direkt wieder abgesagt wurde, wir haben Realverfilmungen, wir haben neue Realverfilmungen. Und nichts davon fühlt sich wirklich gut an, wie eben jetzt abseits von der Remake-Trilogie aktuell, wie mit der Handlung großartig umgegangen wird. Oder zumindest, dass eine gewisse Form von Plan da ist. Und wenn ich dann früher in dieser 6. Konsolengeneration zurücksehe und dann darauf achte, oh ja, ein Resident Evil Outbreak versucht auch nochmal andere Dinge irgendwie zu zeigen und darzustellen. Oder selbst irgendwie ein Dead Aim fühlt sich zumindest so an, als ob es in den Serienkanon reinpasst. Und ich würde mir einfach wünschen, anstatt dass mit dem 4. Teil war das irgendwie notgedrungen, so Nuke Reset, was ich aber unfassbar langweilig finde, weil damit nichts gemacht wurde und das dann wieder eine Sackgasse geführt hat, in eine neue Sackgasse und wir einen Neustart hatten, der scheinbar auch wieder nur in eine weitere Sackgasse irgendwie reinführte und ich nicht das Gefühl bekomme, dass irgendjemand bei Capcom großartig Ideen dafür hat. Und wie gesagt, ne, wenn man an den ganzen Sachen nicht interessiert, also ich glaube, dann habt ihr eh schon längst abgeschaltet, also Leute, die sich das Ganze bis hierhin angehört haben, sollten in irgendeiner Form Interesse daran haben und man kann
man kann sich definitiv darum streiten, wie die Sachen umgesetzt worden sind und ob jetzt einem die Handlung und auch die Implementierung alter Charaktere und Lore irgendwie im 7er oder im 8er gut oder schlecht gefallen hat. Aber ich glaube, eine Sache können wir uns, also wenn ihr Resident Evil Fan seid und eben auch an dieser alten Lore und den Geschichten und den Charakteren irgendwie interessiert seid, ich glaube, bei einer Sache können wir uns, denke ich, alle einig sein, dass Capcom keinen übergreifenden Plan mehr hat, was sie machen und wo es irgendwie hingehen soll und dass es so viel besser wäre, wenn es zumindest ein Team oder eine übergreifende Person gäbe, die sagt, ja, hier, wir haben eine Vision oder wir wissen zumindest, was passiert ist und basierend darauf können wir arbeiten und wenn die Entwickler irgendwelche bestimmten Sachen machen wollen, dann können wir die Konzepte umarbeiten oder beziehungsweise so anpassen, dass es dann im Serienkanon eben auch Sinn ergibt und wir geben den Leuten Dinge, auf die sie sich dann in den jeweiligen Spielen freuen können, dass es irgendwie weitergeht und nicht das Gefühl geben, wir machen gerade Bullshit-Bingo und wir denken uns links und rechts irgendwelche Sachen aus. So, wir müssen hier nicht die Zelda-Timeline aufmachen. Das Resident Evil ist schon dämlich genug, aber es gab zumindest mal einen gewissen Kern, an dem man sich irgendwie festhalten konnte. Und ich finde, dahin sollten wir in irgendeiner Form wieder zurückkehren. Aber ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich bin sehr interessiert, was ihr dazu zu sagen habt. Vor allem von Leuten, die zumindest ein bisschen Interesse daran haben. Also der Rest kann mich gerne anschreien, Björn, warum interessierst du dich dafür? Ist vollkommen okay, vollkommen fein, füttert auch den Algorithmus, passt schon. Aber so zum selber lesen würde es mich definitiv interessieren, was eben auch andere RE-Fans von den aktuellen Spielen oder der Entwicklung von den verschiedenen Timelines und den Sachen dann eben halten und was ihr euch vielleicht auch von der Serie wünschen würdet. Ich hätte mega Bock, das nochmal, ne, ich hatte mich sehr gefreut in Revelations 2, dass Barry nochmal zurückgebracht wurde und er eben auch in seiner Charakterisierung ausgearbeitet wurde und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich irgendwann mal wieder was von fucking Billy aus Zero sehen würde. Wenn ich irgendwie mal Billy, bringt doch irgendwie nochmal ein neues Spiel zurück, wo Billy und Rebecca mit dabei sind. Ich mag Resident Evil 6 überhaupt nicht, aber auch ich wäre irgendwie daran interessiert, was sie mit fucking Jake oder Sherry irgendwie so machen würden, zumindest. So, zeig doch nochmal irgendwie was. Aber ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!